Heute waren wir auf dem Schönberg und da es wird nicht nur so vorgegeben, dass der nur so heißt, sondern es ist da auch wirklich schön. Am Anfang, da war wie so ein Rätselweg. Da war so ein Stein, da musste man herausfinden, was nicht in die Berge gehört. Dann haben wir drei Sachen gefunden, die nicht in die Berge gehören. Und zwar eine Holzananas, eine künstliche Ente und eine Wassermelone. Und es war wirklich verrückt, weil, naja, sowas wächst ja wirklich nicht in den Bergen oder watschelt in den Bergen. Wir haben dann sogar noch Steinmännchen gesehen und ich habe dann auch noch eins gebaut und es ist eigentlich richtig gut geworden. Es war zwar ein bisschen schlank, aber alles in allem war es eigentlich ziemlich gut. Es war nämlich mein erstes. Am Anfang dachte ich da aber auch wirklich, ach, die Tour schaffe ich mit links, das ist ein Kinderspiel. Aber dann ist die am Ende nochmal richtig hart geworden. Und zwar bis zum Gipfel, da war das fast senkrecht, was wir da hochgelaufen sind. Aber es hat sich gelohnt, denn auf dem Weg zum Gipfel, bei dem senkrechten Hügel da, da lebt eine Murmeltierfamilie. Und zwar haben wir es geschafft, ein Murmeltier aus seinem Bau rauszufilmen. Hört sich unglaublich an, ist aber so. Wir haben es also gesehen, aufgezeichnet und dann ist auch noch die Mutter gekommen. Die haben wir leider nicht gefilmt, aber wir haben sie gesehen. Und sowas ist wirklich einmalig. Und als wir auf dem Gipfel oben waren, da war die Aussicht traumhaft. Traumhaft könnte man eigentlich jede Bergspitze nennen, von der der Ausblick einfach traumhaft ist. Aber das war wirklich mit Abstand eine wirklich großartige Tour. Aber wir haben ja nicht nur Murmeltiere gesehen. Es klingt wirklich unglaublich, aber da ist einfach mal ein Adler an uns vorbeigeflogen. Ja, der war so einen Meter lang und der dachte sich bestimmt, die fresse ich jetzt. Mein Frühstück lecker. Naja, aber dann hat er sich, glaube ich, doch nochmal anders überlegt, zum Glück. Und das Ende war eigentlich das Interessanteste. Wir sind nämlich wie so einen Rundweg gelaufen. Und da war so eine richtige Felswand und da war ein Weg entlang. Also der Rückweg, den wir gegangen sind, der
ist nichts für jemanden mit schwachen Nerven. Also, naja, man muss sich wirklich gut festhalten. Naja, aber es war wirklich schön. Und alle 50 Meter kam eine Bank. Warum auch immer. So viele Bänke braucht man eigentlich gar nicht, finde ich. Aber naja, wir haben sich bestimmt gedacht, das ist lustig. Naja, und wenn ich auf den Berg gekommen bin, dann schafft ihr das erst recht. Also versucht's einfach mal. Schafft ihr bestimmt.